So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome Hobbits und natürlich Englandim zu einem neuen Part. Super Mario 64 mit dem Zwergenfürst aus König Bob Oms Wuchtwahl. Wumms aus Wumms Wuchtwahl. Nee, nicht König Bob Oms Wuchtwahl. Das war ein bisschen falsch. Da hier aus dieser Map sind wir, glaube ich, raus. Den haben wir besiegt. Da können wir später noch ein paar Sternchen sammeln, aber da haben wir erstmal was geschafft. Ich glaube, 3 Sternchen haben wir übrig, oder? Ja. Können wir hier mal direkt hineinstarten. Da mal was erkunden. Die Tür fühlt die Macht der Sterne und öffnet sich langsam. Na dann. Ewig her, dass der letzte Part online kam. Ich weiß, das wird hier wahrscheinlich wieder ein 3-Jahres-Projekt wie Tomodachi Life. Ja, ich bin heute auch entsprechend fertig, also entschuldigt, dass ich heute ein bisschen durch den Wind bin. Falls das nicht in jedem Part, in jedem Video von mir bin, also auf meinem Kanal, falls ihr das nicht schon gewohnt seid. Heute ist ein bisschen, ich bin ein bisschen angeschlagen, hab ein bisschen, anstrengende Woche hinter mir, anstrengender Tag heute, jetzt Wochenende, jetzt Urlaub, auf geht's, jetzt will ich euch mal noch ein bisschen was bieten, hier am Wochenende, und dann auf geht's in das Schneereich. Eine rutschige Angelegenheit gibt es hier heute in Nummer 1, in Quest Stern Nummer 1, Biberberg. Boah. Na dann, auf geht's, hier wird gerutscht. Schneegipfelige Höhe, Achtung, extreme Rutschgefahr. Bitte betritt zuerst die Hütte. Okay, dann betreten wir zuerst die Hütte. Das soll so sein. Na dann. Wurde auch mal wieder Zeit, dass Super Mario 64 gespielt wurde. Auch kein Pinguin. Ich habe hier eigentlich einen bestimmten Pinguin erwartet. Aber gut. Dann rutschen wir einfach erstmal so hinunter. Üben wir schon mal hier. Na! Ja, so übt man also schon mal nicht. Ich wollte nur mal zeigen, wie man es nicht macht, okay? Ich wollte ja einmal immer ein schlechtes Beispiel geben, damit einmal hier gezeigt werden kann, wie es negativ bei dem Spiel muss auch mal gebracht werden. Okay, Schneegipfel, Bürgerhöhe. Achtung, extreme Rutschgefahr, bitte betritt erst die Hütte. Ja, da war ich doch schon dabei. Mach ich nochmal. Na dann, zu der Rutschmusik. Da war die Münze. Da, da, da. Nicht runterfallen. Da, da, da. Die Musik ist cool. Ja, aufpassen. Steuerung kapieren. Steuerung beherrschen. War schon peinlich genug, dass ich hier schon runtergefallen bin. Muss jetzt hier nicht noch ein zweites Mal passieren. Bin ich früher öfters, aber früher ist nicht heute. Heute mache ich ein Let's Play. Da darf das ruhig ein bisschen aussehen. So. Super. Meine Rutschpartie beendet. Ja. Der erste Stern. Dafür gibt es den also. Super. Auch die Musik ist hier nicht schlecht. Ja, Super Mario 64, also die Musik, die liebe ich wirklich, das ist also allerfeinste Sahne. Und die Musik hier. Highscore! Da spreche ich doch dann mal in Kurs 4. Nochmal rein.
Wo ist mein Baby? Ja, da weiß ich, worum es geht. Da müssen wir doch jetzt den hier runterbringen. Als Yoshi am besten. Jetzt bin ich gerade Mario, wie es ausschaut. Oder kann ich den auch so festhalten? Ich glaube, der macht, sagt Mama. Ist nicht ganz eindeutig. Na komm. Baby-Pinguin. Komm zu Daddy. Süß. Dann bringen wir den mal seiner Mutter zurück. Ja, super. Geht doch. Na komm, hier hinunter rutscht. Dum, 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 dum. Sorry, ich bin gerade so mitgerissen von der Musik. Die ist wirklich erstklassig. Ich bewundere sie immer wieder. Schon so oft gespielt, schon so oft ist mir die Musik begegnet, aber ja, immer wieder. Spitzenmäßig. Als wäre es mein erstes Mal in diesem Spiel. Macht genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Oh oh. Springen sollte jetzt nicht so sehr hier, dieser Brücke. Na komm! Ja, puh. Geschützt. Dürfen wir uns nicht treffen lassen. Ganz sachte hier runter. Die roten Münzen können wir später sammeln. Dann bringen wir das Kind zur Mutter. Verkrankst ja nicht, Mario. Du hast nur eine Aufgabe. Diese eine einzige Aufgabe. Du hast nur einen Job. Ja, hier. Bring das Kind zur Mutti. Du hast ein süßes, hübsches Baby gefunden. Wo war es denn nur? Wie kann ich dir jemals danken? Oh, ich habe hier diesen Stern. Ein ewiger Dank sei dir gewiss. Ein zweiter Stern. Das geht ja schnell. Wenn wir weiter so unterwegs sind, dann kriegen wir diese Map hier noch geschafft. Diesen Part. Stern Nummer 2. So, da hätten wir schon 15 Sterne. Wow. Gespeichert. Und weiter geht's. Pinguin rennen. Na, unbedingt. Darauf habe ich doch gewartet. Das war das, was ich in der Hütte erwartet hatte. Da wollen wir hin. Na komm, das Baby ist wieder da oben. Es hat ja lange geholfen. Aber da ist die Mutti. Und der Papa, um genau zu sein. Die Mutter steht noch unten. Ich bin der Schlitterkönig. Jeder Piste. Ich sehe nicht so aus, als ob ich schnell bin. Sieh nicht so aus, als, aber ich bin schnell. Lust auf eine Rutschparty. Fertig. Los. Auf geht's. So, hops, hinterher. Wir müssen die Nummer holen. Das ist nicht schwer. Man darf bloß nicht runterfallen. Ansonsten ist das Überholen, glaube ich, keine allzu schwere Prüfung. Na, haben wir schon überholt. Dürfen wir bloß nicht runterfallen. Tja, also. Ja, ich wollte nur zeigen, wie es nicht geht. Diese Ausreden. Pinguin rennen. Second try. Hashtag Fürst 3. Also Fürst 3 mit I. Muss man darzustellen. Der Fürst 3, der sagenumwobene. So, los geht's. So, ah, schon überholt. So, jetzt nicht runterfallen, nicht runterfallen. Jetzt wird er langsamer. Der Zwergi, der Mario. Zwergi Mario. Was für ein schöner Doppelname. Ja. Nicht runterfallen. Nicht. Und ja, vorne bleiben hier. Lass dich nicht überholen. Ich will den Stern kriegen.
Ich sagte, lass dich nicht überholen, lass dich nicht überholen. Wir sind schon fast am Ende. So, zack, doch noch gewonnen. Super. Na komm, zählt das. Zählt doch. Du hast meinen Rekord gebrochen. Ich habe schon geglaubt, dass du der Coolste bist. Nun hast du bewiesen, dass du auch der Schnellste bist. Ich kann dir leider keine Goldmedaille verleihen, aber dieser Stern gehört dir. Den hast du mir verdient. Stern Nummer 3 in dieser Map. Und dann holen wir ihn uns. Zack. Zack, die Booster. Und weiter geht's hier. Immer auf der Himmelsleiter. Mal die Sterne holen. Haben wir schon gleich die Route abgeschlossen. Na dann. Auf zu Stern Nummer 4. Rutschparty um 8 Münzen. Ach ja, das. Und da sammeln wir mal die Münzen auf. Ja, ist eigentlich nicht sonderlich Neues. Wo die Münzen liegen, ist eigentlich ziemlich bekannt. Dann haben wir jetzt hier eine rote Münze, die mit Yoshi geholt werden kann. Ja, da kommt man hier nur, wo man die Sache schnabuliert. Und deshalb begehe ich hier mal mit Mario gleich mal Selbstmord. Ja. Mensch, Mario. Dann hole ich mal Yoshi zur Hilfe. Den brauchen wir gleich mal hier. Zack, die Duster. Oh, Mamma Mia. Warte, da müssen wir mal was anderes machen. Bevor wir hier den Yoshi holen. Oder wollen wir damit warten, um das dann in einen anderen Part zu quetschen? Na komm, wo wir schon mal hier sind. Hier, Mario. Hier, da habe ich eine Ewigkeit gebraucht, um das herauszufinden, wie man das macht. Das habe ich jahrelang nicht gekonnt. Eine Stimme erklingt von oben. Hey, Mario. Ich muss da doch hier, muss dann den Blick auf eine bestimmte Stelle wenden, oder? Irre ich mich da. Mario. In diesem Suchmodus muss ich danach. Ja, genau so. Und da sind wir schon oben. Willkommen! Hier befinden sich die Fragezeichenschalter des Schalterpalastes. Tritt auf den Fragezeichenschalter ganz oben im Inneren des Regenbogenrings. Wenn du den Schalter betätigst, werden alle Fragezeichenblöcke, die du findest, solide. Spring gegen sie, damit sie zeigen, was in ihnen steckt. Na unbedingt. Ja, hu! Das verkackst du nicht, Mario. So. Wo müssen wir als erstes hin? Wo ist das Ziel, wohin? Wohin ist wegen des rote Münzen? Ja, hier. Fahrzeichenblöcke. Unten. Auf dem Turm. Ich kann das Ding noch nicht wirklich steuern. Ihr merkt's. Na komm, hier nicht verkacken. Ja. Ich kann es gerade nicht so richtig steuern. Na komm. Lande. Mario. Doch die Aufgabe zu landen, oder? Verstehe ich das falsch? Super. Nein. Unten runter. Runter. Du warst schon drauf. Ich mach das tatsächlich. Oh. Ah, super. Ich mach das tatsächlich zum ersten Mal. Ich bin hier neu in dieser Sache. Das Premiere. Ist mir noch nie gelungen. Zack. Du hast den Fragezeichenschalter betreten. Die Fragezeichenblöcke sind nun solide geworden, springe ich gegen sie, damit sie jenes das zeigen. Möchtest du speichern? Aber unbedingt. Hey, gespeichert. Ja, die Fluchkippi ist nun freigeschaltet worden. Na super. Das freut mich doch. Hallo, bitte schau einmal auf die untere Karte. Du verstehst. Hast du dich verlaufen? Dann frage mich ruhig um Hilfe. Alles klar.
Okay. Okay, Loki, hier mal ein bisschen justieren. So, holen wir uns das Item in der Box. Zack. Eine Feder mit Flügeln an seiner Mütze kann Mario abheben. Um abzuheben, muss er einen Dreisprung ausführen. Um zu landen, muss er sich ducken. Drücke im Standardmodus das Steuerkreuz nach oben, um nach unten zu gleiten. Und drücke es nach unten, um an Höhe zu gewinnen. Bist du bereit für den Höheflug? Na, mal schauen. Ein Dreiersprung. Zum Fliegen. Ah, verstehe. Nach unten, um nach oben zu fliegen. Und nach unten, nach oben, um nach unten zu fliegen. Verkehrte Welt. Und wie war das Landen? Okay, ich habe das Landen verlernt. Also es geht. Ja, ein paar Flugstunden können wir hier mal, stattfinden lassen. Na, das gibt momentan noch ziemliche Schlaufen. Aber gut. Ich stürze hier mal ab. Sag, oha. Wir gehen nach Haus. Rabummel, rabammel, bumm. Ja, nee. So, dann holen wir mal Yoshi, wie schon gesagt, und holen mal die roten Münzen. So muss es sein. So, da im Mario-Quartier, hinter dem Quartier, also hinter Marios Tür, in Marios Zelle. Yoshinski! Das ist wieder dein Part. Du musst mal die Münzen holen. Auf geht's. Yoshinski ist wieder an Bord. Und auf geht's. In die Schneewelt. Blubberberg. Bob. Rutschparty um 8 Münzen. Auf geht's. Und da ist die coole Musik wieder zurück. Na komm, Yoshinski, wie stellst du dich denn an? Na komm. Hops. So können wir übrigens auch das Baby verschlucken. Warte, ja, mit A gegen das. Hey, bitte, iss mich nicht. Ich schmecke absolut scheußlich. Außerdem bekommst du von mir Blähungen. Dann spuck ich dich das wieder aus. Also wäre es hier nur mit Mario die Option, das Baby zurückzubringen. So, zack, heiß. Müssen wir hier mal ein bisschen... Na, komm, hoch, hoch da. Ein bisschen Eis auftauen. Na komm. Ach man. Ja komm hier. So schwer ist das doch nicht. Nein, nicht in die... Stell mich heute auch an. Stell mich an. Ja komm, ich mach eine Rutschpartie. Ich komme ja wohl nicht mehr hoch, oder? Bringen wir erstmal die anderen Münzen. Oder wie sieht's aus? Einmal zu Ende rutschen mit Yoshi. Der darf auch hier mal lang rutschen oder runterfallen. Auch eine Option. Da wird er wieder aufgeladen. Und rein geht's. Weiter geht's. Next 3. Na dann, wird doch wohl nicht so schwer sein. Yoshinski. Dreh mich mal ein bisschen an. Yoshi! Yoshi, na komm. Yoshinski, ja, für Leute, die sich fragen, woher ich das nur wieder habe, da habe ich mal wieder von einem großen Vorbild, dem Let's Play Markus geklaut. Ein geklaut, nicht geliehen. Gehört ja noch ihm. Darf man ja verwenden. Zack. Ist ja nicht sein. Hat er ja nicht für sich. Ja, für sich gepachtet. Das gehört ja nicht mit ihm alleine. Finde ich cool, dann kann ich es auch gerne machen. Hier ein kleiner Geheimweg. So, zur nächsten Münze. Nummer 2. Und hier drüben war noch ein Goomba, der eine rote Münze macht. Oder, nee, der hat eine rote Mütze. Hier war noch eine rote Münze. Die hole ich mir.
Hier reiche ich mir zu spät gespuckt. So, wo waren denn die Münzverstecke? Ja, hier wird vermuten auch noch einer von denen. Und irre ich mich da. Zack. Ich will jetzt nicht hier den Gumba verschlucken. Miau, miau. Ja, ist klar. Die drei haben wir schon. Da fehlen uns aber noch einige. Dann kommt hier hoch. Auf dem Baum ist noch eine. Oh, eine Eule. Eine Blackie. Haben wir auch wieder in diesem Part vertreten. Wer ist da? Wer stört mich in meinem Schönheitsschlaf? Ja, genau das ist Blackie. Die Sonne scheint. Ich sollte eigentlich tief und fest schlafen. Aber da ich jetzt immer wach bin, wie wäre es mit einem kleinen Rundflug? Drücke im Standardmodus B, um dich festzuhalten. Willst du loslassen, lass einfach den Knopf wieder los. Ich bringe dich hin, wo immer du auch hin willst. Meine Flügel tragen. Achte darauf. Achte auf meinen Schatten und greife zu. Ja. Auf geht's, Soschinski. Yoshi und Blacky. Oder? Nein! Da bin ich weit runtergefallen. Nur wer hochfliegt, kann tief fallen. Aber nee, das Sprichwort hieß irgendwie anders. Na komm. Eule. Komm. Dinosaurier, Frosch. Ein Mix. Ein Team mit einer Eule. Und da hoch will ich. Von da oben kann ich mal starten. Genau. Mitten ins Feuer rein. Ja, so muss das sein. Heiß, heiß, heiß. Heiß, kann es losgehen. Nein, was ist denn heute hier? Heute ist der Wurm dran. Was ist denn mal los? Aber da ist eine rote Münze. Das trifft sich doch sehr gut. Na, hier ist noch ein Geheimgang, oder? Hier war noch mal, ein Geheimgang, oder? Hier ritt ich mich da. Und dann, da kommt man rüber. Sehr gut. Da kann ich mir wahrscheinlich irgendwann mal die rote Münzen abholen. Nein, nicht in die Leere stürzen. Ach Mensch. Wirschinski, du stellst dich heute an. Versuche ich es halt von unten danach zu kommen. Ohne die Öle. Na komm. Ich glaube, da war noch was, wenn wir hier mit der Geschichte hochfahren. Auf dem Berg hier. Auf dem Eisberg. Auf dem Hügel. Uah, fast runtergefallen. Ein Stern. Na, da kommen wir so schnell nicht runter. Na, hier ist nix. Und da habe ich mich wohl getäuscht. Haubitze. Ja, die brauchen wir. So. Okay, da ist irgendwo ein Stern aufgetaucht. Da kommen wir wohl so schnell nicht runter. Verdammt. Ich war drauf gelandet. Na dann. So, ja, die roten Münzen, die holen wir uns später mal. Ja, haben wir jetzt erstmal ein bisschen was. Reicht mal hier. Das ist mir zu heikel hier. Der Kampf um die roten Münzen. Der schlendert da ein bisschen. Der Yoshi. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie lang der Part schon ist, aber lang genug ist er auf jeden Fall. Denke ich zumindest. Hier blinkt auf jeden Fall alles. Also, Kamera geht alle. DS geht auch alle. Also würde ich sagen, danke ich darum, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr, dem Zwangfest verpassen wollt. Ja, habt noch eine angenehm frostige Zeit. Bis es dann weitergeht im nächsten Video. Ja, man sieht sich auf jeden Fall. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao.